Einfach ein fettes Loch reinbohren hinten. Stocktube aufklappen, Fehler schnell wechseln. Ist ja auch wieder illegal, ne? Seit wann filmst du? Seitdem illegal. Seitdem illegal. Das passt ja wieder gut, ja. Moin Mädels, moin Hannes. Ne? Moin. Und herzlich willkommen zum nächsten Review. Review? Mhm. Ich bin aber noch müde und so. Ich auch noch. Ja. Moin Mädels und herzlich willkommen zum nächsten ACS-Review. So. Keine Ahnung. Unboxing, Aufleising, wie ihr es nennen wollt. Völlig egal. Wir gucken uns jetzt das Gewehr hier an. Ja, wie ihr bereits gesehen habt, handelt es sich heute mal um eine AK. Hatten wir schon mal eine AK? Nicht, dass ich wüsste. Also ich glaube, beim Knochenjäger-Video hatten wir eine AK. Ja. Aber ansonsten... Und wir hatten die Winteres. Ja. Aber das ist auch keine AK. Jetzt haben wir mal eine AK. Unglaublich, ne? Und zwar hatte ich immer gesagt, wenn wir eine AK dann mal machen, dann will ich mit einer ganz klassischen, mit Holzteilen anfangen. Aber die wir da haben wollten, die ist Ewigkeiten nicht verfügbar gewesen. Also haben wir jetzt gesagt, gut, wir fangen jetzt einfach doch mit einer taktischen an. Und damit haben wir jetzt hier die Begadi Sport Delta Tech, ne? Also Begadi-Zümer. Das ist eigentlich eine Zümer, aber mit Begadi Core drin. Mit enthalten haben wir hier tatsächlich mal wieder einen Speedloader. Also, ey. Ich bin der Meinung, die ganzen letzten Gewehre da, ne, die hatten alle keinen Speedloader dabei, ne? Ja. Dann natürlich wieder eine Packung BBs, wovon keiner weiß, was es so wirklich ist. Ich denke mal 20er, aber es wird wahrscheinlich auch trotzdem Plastik sein und so. Also würde ich einfach in die Tonne kloppen. Mid-Cap-Magazin und ein High-Cap-Magazin. Und da kann ich auch gleich mal dazu sagen, es feedet zwar alles super, aber ich finde, das fühlt sich irgendwie ein bisschen billig an hier. Pass mal an. So richtig... Hier hinten auf der Rückseite sieht man übelst Spritzgussnaht und alles. Ich sehe schon. Hä, hier bammelt ein Stecker rum, ist das normal? Shit. Quatsch. Nein. Warte, gleich haben wir Ton. Oh nö. Das passiert immer mal, weißt du, ne? Also die gefallen mir auf den ersten Blick jetzt schon zumindest schon mal nicht so geil. Halb so wild. Es gibt hier genug AK-Magazine auf dem Markt. Einstellschlüssel fürs Frontside ist dabei. Und wenn man hier diese Gummikappe auf dem Stock nicht haben möchte, dieses gummierte, kannst du hier dann abmachen und das Ding draufklicken. Fertig. Finde ich schon mal nicht schlecht, tatsächlich. Das ist schon ein bisschen was dabei. Schussprotokoll, was sagt das? 1,74 bis 1,78 Joule. Das werden wir gleich nochmal kontrollieren, ne? Ansonsten ist hier, glaube ich, der Standard-Zümer-Motor drin, der Hightorque schon. Und das Begadi Core, aber ich glaube, alle restlichen Internals sind... Original von Zümer. Was aber erstmal nichts Schlechtes heißt. Nö, ist erstmal nicht verkehrt, das stimmt. Was mir als erstes aufgefallen ist, ne, wenn ich hier... erstmal komplett Zettel hier hab, das nervt ja. Hier hast du schon extra so einen Tactical Fire Selector irgendwie. Ich kenne mich ja mit AK nicht so aus. Aber ich weiß, dass man eigentlich den Ladehebel nach hinten zieht und dann den Ladehebel hier in diesem Schlitz hier irgendwie einrasten lassen kann. Und das ist dann schon mal das erste Problem, dass das gar nicht weit genug nach hinten geht, um das da drin irgendwie einhaken zu lassen. Das finde ich schon mal ein bisschen komisch. Wenn ich schon mal hier so einen Sicherungshebel habe, dann will ich das auch, dass das funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Ich kenne halt AK-Modelle von Kumpels und so, die haben dann auch hier auf diesem Abdeckelblech-Dings, haben die halt auch so eine Rail und dann schraubst du da halt einen Dot drauf, stellst dir das Dot ein, aber das Blech wackelt halt wie Teufel hin und her und dann bringt dir das einen Scheiß, dass da ein Dot drauf ist, was eingestellt ist, ne? Weil das einfach nur hin und her wackelt wie Sau. Und das ist hier tatsächlich gar nicht der Fall. Es ist jetzt natürlich auch noch frischer Auslieferungszustand, wackelt ganz minimal. Ich würde einfach mal so grob behaupten, dass da nach mehreren Auf- und Zumachen auch nicht viel Spiel reinkommt. Das sieht nämlich alles wirklich sehr, sehr gut verarbeitet aus. Darunter ist direkt der Stecker zu sehen vom Begadi Core. Perfekt vorbereitet. Das ist sogar Julians. Und das kann man dann hier oben so reinlegen, ne? Beziehungsweise kannst du sogar ein Stückchen reinschieben hier. Siehst du? Mal gucken.
Ladehebel geht auch noch zurück. Ja, das zum Beispiel wäre halt perfekt, wenn du jetzt hier den Ladehebel nach hinten ziehst, lässt das hier einrasten, zack, kannst du das Hop-Up in Ruhe ein bisschen justieren. Ne? Geht aber nicht. Also musst du immer wieder mit zwei Händen irgendwie festhalten und dann das Hop-Up-Ärmchen rein und rausschieben. Hop-Up ist Standard AK Hop-Up-Unit, aber allerdings aus Metall schon mal. Das Einstellärmchen hier ist auch aus Metall, lässt sich aber dennoch ziemlich leicht verschieben und hat auch schon hoch, runter und links, rechts ein bisschen Spiel. Ich denke mal, das wird für nicht geradezu eine perfekte Präzision sorgen. Aber da kommen wir nachher nochmal zu. Ansonsten viel Riss. Also du kannst ja das Ding wirklich vollknallen mit allem möglichen Scheiß. Rearside fest montiert, Frontside wie gesagt mit dem Schlüssel, der dabei ist, einstellbar. Insgesamt also wirklich die Verarbeitung an sich, ne? Ist schon, hast du die überhaupt schon mal angegrabbelt? Nee, ne? Warum nicht? Extrem fest und da kannst du gar nichts machen. Richtig viel Kraft bewegst du da nichts. Auch hier Außenlauf, das ist alles extrem fest. Das Einzige, was hier spielt hat, ist halt der, aber auch da, der Klappschaft an sich. Na, warte mal, der wackelt hier gerade ein bisschen. Und schon ist das Wackeln weg. Also, wenn man sowas hat, nicht gleich meckern, einfach mal ein bisschen die Schraube nachziehen. Perfekt! Funktioniert alles einmal frei. Wie gesagt, kannst du so einklappen einmal, verschieben, festsetzen, passt. So wie eine Tactical AK sein muss. Ne? Ich finde so optisch so dementsprechend auch ziemlich geil. Natürlich, hier hat man beim Feuerwehrhebel schon so ein paar Kratzer. 10-mal rauf und runter gemacht oder so. Sind natürlich schon Kratzer drin, aber das ist ja auch völlig normal. Das muss benutzt aus dem. Es gibt Leute, die das extra machen. So, der Flashhalter ist nämlich hier nochmal mit einer 1,5 mm Madenschraube gesichert. Und dann kann man den einfach abschrauben. 14 mm Negativgewinde. Mit einem Gummi alles gesichert hier. Das heißt, da kann man einen ganz normalen 14 mm Schalldämpfer draufschrauben. Ja, der Schalldämpfer könnte sogar noch ein Stückchen größer sein, ne? Ja. So rein optisch, oder? Bam, 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 bam. Achso, was ich noch erwähnen wollte. Hier ist alles Keymod. Das heißt, hier unten die Rail kannst du hier einmal komplett abmachen. Hier an der Seite die Rails kannst du abmachen. Oben drauf leider nicht, aber auf der Seite natürlich auch. Und dann hast du hier einen glatten Handguard, der nur hier oben drauf ein Rail-System hat. Und alles andere ist Keymod. Der Abzugsweg ist halt wirklich mega lang. Achte mal drauf, wie weit ich noch drücken kann. Das ist auch noch mal ein bisschen, wenn der Schuss gelöst ist. Ne, sind auch noch mal so 2 mm, die ich noch weiter drücken kann. Klar, wenn man erstmal da hinten ist, an dem Punkt, kann man auch schnell triggern. Aber ich denke mal, wenn man da noch ein bisschen anderen Motor dran hat, dann geht das noch mal ein bisschen geiler. Also soweit schon mal ziemlich in Ordnung. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier näher auf die Internals rangehen, stellen wir die einmal ein, schießen sie. Das seht ihr natürlich nicht. Ich sag's immer wieder, ich muss es auch immer wieder sagen, weil nicht jeder guckt jedes Video. Schusstests vertrauen wir nicht so ganz, weil unserer Meinung nach müsste das Ganze in der Halle stattfinden mit einem eingespannten Gewehr, damit das überhaupt irgendwie vergleichbar ist mit anderen Gewehren. Wir schießen die hier draußen ein und dann müsst ihr auf unsere jahrelange Erfahrung leider vertrauen. Hilft ja alles nichts, ne? Ja. So Mädels, eingeschossen. Auf 0,32 Gramm BBs. Da musste man nämlich das Hop-Up extrem halt reindrehen, damit die 32er schon einigermaßen gerade schießt. Das ist fast komplett drin. Und mit eingestellten Hop-Up jetzt mal gekront auf 0,20 Gramm BBs. Also ich habe jetzt hier exakt 100 Schuss durchgeballert. Das Ergebnis ist jetzt nicht so geil, muss ich zugeben. Das spiegelt sich auf jeden Fall in der Präzision wieder. Also die schafft es schon, die geradeaus und auch relativ konstant zu schießen. Aber dann ist immer mal wieder zwischendurch so auf 10 Schuss immer so ein Ausreißer dabei, also der so nach links oder rechts weggeht. Und dann hat man es ab und zu, dass so 5, 6 Kugeln hintereinander einfach gar nicht gehoppt werden. Oder fast gar nicht gehoppt werden. Hop-Up-Gummi, denke ich mal, wird das Wichtigste sein. Das Hop-Up-Gummi muss unbedingt gemacht werden. Dann haben wir jetzt auch beim Chrono-Ergebnis dementsprechend von 300 FPS bis 500. Okay, also dementsprechend Hop-Up-System gilt es zu überarbeiten, wenn man es auf Dauer so, weil das wird nicht lang halten, wenn man da 32er mitspielen will. Aber auch da gibt es ja die guten neuen Hop-Up-Gummis von Bugatti, die man da ja, denke ich mal, ganz gut einsetzen kann. Und dann dürfte das eigentlich ziemlich geil schießen, denke ich. Ich habe auch gesehen, die haben eine schöne Übersichtstabelle. Auch für Leute, die da nicht drin sind. Einfach auf irgendeinen Gummi klicken, ja, runterscrollen und ihr seht genau, was ihr braucht. Genau. Gut, dann zerlegen wir jetzt mal, wa? Gucken wir uns jetzt als allererstes mal die Hop-Up-Unit an. Scheint ein Spritzgussteil einfach nur zu sein. Guck mal, der Einstellhebel ist so aus Metall, aber schon ein bisschen krumm. Vielleicht soll sich das durch das Krumme auch ein bisschen festklemmen. Geht ein bisschen leicht, aber ich denke mal, wenn wir die Schrauben hier ein bisschen nachziehen, dann passt das schon. Guck mal, wie weit das reingedrückt ist. Siehst du das? Jo. Krass. Ganz stinknormales Hop-Up-Gummi. Ganz normale Piss.
Patchfläche. Insgesamt ist der Lauf 455 mm lang und hat ein Lauffenster von 5,5 mm. Also könnte man da theoretisch so ein Fly 5 oder sowas von Megani reinmachen, ne? Oder man holt sich gleich einen 450er PPS Lauf dazu. Und hier kann man dann gleich einen passenden Megani Tensioner mit reinbauen. Das hätten wir einmal. Dann gucken wir uns jetzt mal die Gearbox an, ne? Stinknormale V3 Gearbox. Ui, das ist ein 7 mm Lager. Motorkäfig ist ein bisschen locker, auch typisch. Dementsprechend kann natürlich auch das Pinion Gear zum Bevel Gear nicht unbedingt wirklich gut passen. Ist von der Verarbeitung natürlich nicht schön, aber tatsächlich relativ normal in Anführungsstrichen. Ach so, ist ja Semi-Only auch. Semi-Only mit... Ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich die ganze Zeit auch voll Auto-Dinger baue. Semi-Only mit Begadi Core. Eigentlich ist das hier nur dazu da, um den... Na, eigentlich brauchst du das Ding gar nicht hier drin. Im Normalfall kann das eigentlich komplett weggelassen werden, weil die Sicherung an sich hierüber stattfindet. Komplett mechanisch. Hier greift ja dann dieser Hebel rein. Und wenn du den hier rauf und runter bewegst, dann bewegst du einfach nur hier dieses Hebelwerk hier hin und her. Und dann siehst du hier diesen Nipsi? Ja. Ne? Der bewegt sich, wenn ich den Abzug drücke. Und wenn ich jetzt den Hebel so hoch drücke, dann blockiert das. Ganz einfaches mechanisches System. Und da ist halt auch oftmals das Problem, dass man da nicht so den geilsten Speedtrigger bei einer V3 Gearbox hinbekommt, weil das halt hier erstmal ein bisschen Spiel hat in diesem mechanischen Hebel. Schrauben wir erstmal den Motorkäfig ab, dazu ziehen wir erstmal die Kabel hier ab. Das ist alles hier immer, guck mal, die war auch schon mal relativ locker. Obwohl hier eigentlich alles mit Schraubensicherung von Begadi, von Zymer, nicht von Begadi, voll geklatscht ist. Wie gesagt, das ist ein ganz normaler Zymer-Motor, Short-Type. Die Schraubenköpfe sind hier teilweise ein bisschen kleiner. Da muss man dann teilweise einen etwas kleineren Kreuzschlitz nehmen. Hier vorne zum Beispiel. Und hier sind es wieder ganz normale. Ein bisschen aufpassen auf die Kabel hier. Und wie gesagt, kein Federschnellwechselsystem, also aufpassen. Da kommt jetzt gleich ein Spring Guide. Schrauben hier unten halten vielleicht. Ja. Geht. Oh ja, aber der Spring Guide hat immerhin schon mal ein Kugellager. Feder sitzt ein bisschen straff drauf, aber ich glaube, das ist Absicht. Das hat hier unten nämlich nochmal eine Verdickung. Siehst du das? Ja. Damit sich nicht die Feder auf diesem Röhrchen dreht, sondern damit sich das ganze Röhrchen dreht, wenn die Feder sich bewegt. Ja, wie gesagt, 7 mm Gleitlager. Das Fett ist hier natürlich wieder einfach lieblos hier reingeschmiert. Ach scheiße, Schimmung. Warte mal. Oh, die Schims sind nicht weggeflogen. Gut. Puh, fast vergessen. Ganz normaler AK-Abzug, die Feder ist relativ straff, passt also dementsprechend alles. Compression Kit, die Feder ist, ja, auch Standard. Gucken wir mal, also die Selector Plate, die Teppel Plate. Das Material, also auf den Bildern sah es mir ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das assoziiert man automatisch mit so einem weißen Kunststoff irgendwie. Da denkt man automatisch so, weißer Kunststoff und hier durchsichtiger Kunststoff, das muss scheiße sein. Irgendwie habe ich immer das Gefühl. Aber es macht jetzt so... keinen verkehrten Eindruck. Die Führung ist hier leider nicht gefettet, aber dafür Teppelplate-Führung bis hinten durchgehend kann man so lassen. Das Nozzle gleitet ganz gut auf dem Zylinderhead, ist allerdings ohne O-Ring oder ähnlichem. Da kann man auf jeden Fall an der Abdichtung noch ein bisschen was arbeiten. Und das Nozzle hat eine Länge von 19,8. Also Bescheid wisst. So. Ey, der Piston kam schon so rausgefallen. Ihr seht. Ja. Dichtet ganz gut ab. Wie immer, ne, sitzt der Zylinderhead ziemlich wabbelig hier drin. Aber wenn alles sitzt innerhalb der Gearbox. Ah, jetzt. Ne, ist dicht. Okay. Passt. Muss nur richtig sitzen. Könnte man vielleicht dann nochmal durch einen Doppel-O-Ring Zylinderhead ersetzen aus Aluminium oder ähnlichem. Der Zylinder selber ist aus Messing. Alles ein bisschen, für meinen Geschmack, ein bisschen zu doll gefettet. Das ist alles Zeug, was sich dann am Ende im Lauf und am Gummi wiederfindet. Aber ansonsten geschlossener Zylinder für die Lauflänge auf jeden Fall ein Muss. Sitzt ein bisschen locker in der Gearbox-Shell. Aber mit einem vernünftigen Zylinderhead wird das auf jeden Fall ausreichend sitzen. Ja, Pistonhead ist... Nee, nicht so geil. Und der Piston an sich, der hat zwar schon Stahlzähne komplett, aber vertrauenserweckend ist der nicht unbedingt. Also auf Dauer würde ich auch eher sagen, dass man das dann vielleicht ersetzen sollte. Gucken wir mal AOE, ne? Passt natürlich auch dementsprechend gar nicht. Also da müsste auch AOE angepasst werden. Also Gehäuse auf jeden Fall geil. Internals bisher noch nicht so überzeugend. Bis auf das Core und den Motor, die ihren Job machen. Na, guck mal. Das Spurgel kann ich schon mal hin und her werfen. Bevelgel genauso. Es hat sowohl hoch, runter als auch Axialspiel in den Lagern. Ja, guck mal hier. Ei, ei. Na, da ist es.
Schön. Alle drei zusammen. Brauche ich noch so eine Gearbox, können wir das hier. Ja, nicht so geil. Aber ich meine, das ist ja auch typisch. Ne? Ich glaube, ist das schon eine Platinum? Ist ja ein normales Schema. Ja, guck dir das mal an. Dementsprechend sieht halt auch das Spurgier aus. Ne? Siehst du die Spuren hier drauf? Heißt es deswegen ja. Spurgier oder was? Weil das Sektorgier darauf Spuren hinterlässt oder wie? Ja, die Schimmung ist halt echt nicht gut. Das Fett ist auch quasi nicht mehr vorhanden, außer hier oben drauf, wo es nichts bringt. Okay, ich denke mal, da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das ist halt auch noch alles eine alte Zimmerversion. Natürlich funktioniert das erstmal, gar keine Frage. Und somit würde ich sagen, kommen wir auch schon langsam zum Fazit. Ne? Es funktioniert alles, natürlich, irgendwie, wie ich eben schon gesagt habe, gar keine Frage. Aber auf Dauer, sage ich mal, jetzt über mehrere Jahre, sollte man da auf jeden Fall irgendwie nacharbeiten lassen. Auch allein schon durch die 7mm Lager würde ich und nichts verstärkt, würde ich allein schon auch die Gearbox mit komplett austauschen. Also einmal alles neu. Neue Shells, neue Lager. Core kannst du drin lassen. Genau, aber ich sag mal, für den Endverbraucher jetzt so, der damit erstmal spielen möchte, weil er eine AK geil findet und das ist sein erstes Gewehr, dem würde ich einfach empfehlen, direkt beim Kauf einfach schon ein Präzisionstuning von Begali mitzukaufen. Dann hast du auf jeden Fall erstmal ein gutes Gewehr. Da wird auch dadurch, dass das Core da drin ist, erstmal nicht viel mit passieren. Wie gesagt, Vollstahl-Zahnreihe und so, das wird erstmal alles laufen, gar keine Frage. 11-1er dran und Baller durch den Genau, Wert. Mit einem vernünftigen Gummi und Lauf wird das Ding dann rennen. Ne? Da wirst du erstmal auf jeden Fall einiges an Freude dran haben. Also Fazit, Gehäuse auf jeden Fall tippitoppi, gar keine Frage. Ne? Habt ihr ja gesehen, kein Spiel drin, nix, alles perfekt. Internals auf Dauer nachzubearbeiten, ansonsten für den Normalspieler, sag ich mal, erstmal brauchbar.